ist Sonntag, ausnahmsweise 12 Uhr. Willkommen zu Wie heißt es und was kann es? Heute mit der vierten Folge und heute besprechen wir ein Shampoo und zwar das Tar & Sulfur Shampoo. Das ist ein ganz tolles Shampoo. Ja, das sind sie alle. Nein, es funktioniert wirklich richtig gut. Es ist ein Shampoo mit Bioschwefel und Steinkohleteer, das in der Lage oder das wirklich hilft, die Haut wieder ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Ganz oft haben wir Hunde bei uns im Salon, die Probleme haben mit fettiger, schuppiger Haut, richtig öliger Haut. Und da ist dann immer die Frage, welches Shampoo nehme ich? Man muss immer genau gucken, welche Ursache hat es, wie sieht die Haut aus, wie fühlt die sich an. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist das Teer- und Schwefel-Shampoo. Und zwar ist es wirklich ganz toll bei zum Beispiel öliger Seborrhoe, Ichthyose und bei Problemen mit der violischen Drüse. Ich erkläre euch das alles gleich nochmal genau. Und es gibt natürlich später auf dem YouTube-Channel auch nochmal ganz viele Links, auf denen ihr dann nachlesen könnt, was genau sind diese Sachen, von denen ich rede. Und da gibt es dann auch nochmal ein Waschschema, das erkläre ich aber auch gleich nochmal. Also, das Teer- und Schwefel-Shampoo, sorry, das Teer- und Schwefel-Shampoo ist ein wirklich starker Entfetter und es ist auch ein guter tiefenreinigendes Shampoo, ist aber auf gar keinen Fall für Katzen geeignet. Viele unserer Produkte sind auch für Katzen oder auch für Pferde, aber das Tar & Sulfur ist auf gar keinen Fall für Katzen geeignet. Wo es sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel bei den ganzen Nackigen, die auf dem Rücken gerne mal solche Mitesser haben, so kleine Pickelchen. Damit kann man sehr gut die Hunde waschen und dann gehe ich immer mit einem weichen Nagelbürstchen oder halt ein bisschen fester mit einem Waschpuschel drüber und dann pflegt das richtig gut die Haut und hinterher dann ein Conditioner, damit nicht nur entfettet wird, sondern auch wieder Feuchtigkeit zugeführt wird. Nicht, dass die Haut dann mit noch mehr Talgbildung reagiert und man dann das Problem im schlimmsten Fall auch noch verschlimmert. Bei Ichthyose, das ist die sogenannte Fischschuppenkrankheit, die kommt vor allem beim Golden Retriever vor. Da gibt es ja noch wieder unten den Link zur Ichthyose, eine ganz tolle Studie. Da funktioniert es, um die Symptome zu mildern, aber Ichthyose ist genetisch. Dann die ölige Seborrhoe. Das sind fettige, große Schuppen, die sehr, sehr stark riechen. Das ist meistens, also in den meisten Fällen, ist das eine Sekundärerkrankung der Haut. Und da gibt es auch wieder unten den Link zum Nachlesen. Da hilft das Shampoo auch, weil es halt ein sehr guter Entfetter ist und auch wieder da das Gleichgewicht der Haut wiederherstellt. Auch bei der violischen Drüse oder bei Problemen mit der violischen Drüse, was ja auch mit vermehrter Talgbildung einhergeht, wirkt das Shampoo wirklich gut. Aber immer, wenn Probleme auftreten mit der Haut, auf jeden Fall einen Tierarzt zu Rate ziehen, denn gerade bei der Seborrhoe können natürlich einmal die Ursachen müssen herausgefunden werden, wie zum Beispiel Fütterung oder irgendwelche Allergien. Genetisch kann natürlich auch viel sein, hormonell. Das muss auf jeden Fall von einem Tierarzt abgeklärt werden. Genauso mit der violischen Drüse. Das kann so weit führen, wenn es da Probleme gibt, dass sich das Ganze so stark entzündet, dass die Rute bis zu dieser Stelle amputiert werden muss. Also daher nicht einfach blind behandeln, immer im Zweifelsfall einen Tierarzt zu Rate ziehen. Das ist ganz wichtig, aber wenn ihr Probleme habt zur Linderung,
ist auf jeden Fall das Teer- und Schwefel-Shampoo das Shampoo der Wahl. Es hilft nachweislich, was ich bei mir im Salon schon erlebt habe, bei all diesen Problemen. Das, je schlimmer das Problem ist bei so einem Hund und wenn das so richtig ranzig, fettig, übelriechend ist, ist natürlich auch Konsequenz gefragt. Die Hunde sollten nicht in den Weiher, in den Bach, in den See gehen zum Baden, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es warm ist. Wenn man es in den Griff bekommen möchte, muss man einfach konsequent sein und den Hund konsequent mit diesem Shampoo waschen. Ich habe ein Waschschema und zwar, ich wasche den Hund, er wird gut ausgespült und auch wieder richtig gut durchgetrocknet. Es soll keine Feuchtigkeit auf der Haut stehen bleiben, weil das natürlich dann auch wieder Hautprobleme begünstigen kann. Dann nach 2 Tagen wieder, nach 4, nach 8, 16 und dann alle 32 Tage. Wenn der Hund mit diesem Shampoo gewaschen wird und dann danach auch ein milder Conditioner, wie zum Beispiel der Re-Moisturizer Conditioner, dann bekommt man dieses Problem wirklich in den Griff. Der Hund wird nicht mehr so stark ölen, weil einfach das Gleichgewicht der Haut wiederhergestellt wird und es ist einfach auch diese Geruchsbelästigung, der Juckreiz, all das wird weniger. Ich kann halt jetzt nur aus meinen Erfahrungen als Tierarzthelferin und meinen Erfahrungen als Hundefriseur reden. Es gibt genug Probleme, die ein Hund hat, die dann wirklich nur der Tierarzt behandeln kann. Aber zur Unterstützung bei so einer Therapie habe ich jetzt noch nichts Geileres gefunden und erlebt wie dieses Teer- und Schwefel-Shampoo. Und ja, das wollte ich euch einfach erzählen, weil ich kenne ganz, ganz viele, die damit Probleme haben und es kommt immer und immer wieder. Und ja, wenn der Hund dann doch nochmal in den See oder in den Teich gesprungen ist, während man ihn dann mit solchem Shampoo behandelt, ist ganz einfach, geht nach Hause, spült ihn mit ganz viel klarem Wasser ab. Ihr müsst ihn nicht zwingend immer gleich shampoonieren. Aber ganz wichtig ist, alles, was nicht auf den Hund gehört, gut mit klarem Wasser ausspülen und dann wirklich gut durchtrocknen. Das ist das A und O bei jedem Hautproblem. Immer ganz, ganz sauber machen. Keine irgendwelche Algen, Schlamm, Matsch, was auch immer. Sauer oder hat sich gewälzt. Es muss gut ausgespült werden und der Hund muss wirklich wieder trocken sein. Weil Feuchtigkeit auf der Haut, gerade wenn es warm ist, macht einfach Probleme. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß später beim Nachlesen von den genauen Krankheitsbildern und den genauen Beschreibungen der genannten Probleme, der Ichthyose, der öligen Seborrhoe und auch der Schwanzdrüsenhyperplasie, das sind die Probleme mit der Violschen Drüse beim Hund. Und vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen Hund mit diesem Shampoo hier helfen, dass sie einfach weniger Juckreiz haben und die Besitzer weniger Geruchsbelästigung und die Hunde sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes wohl in ihrer Haut fühlen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, macht's gut und bis demnächst.